Paul, vielen Dank. Ich muss sagen, also ich war zuerst am Zögern, das hat mich doch einigermaßen kurzfristig erwischt jetzt, dass ich hier die Ehre habe, Frau Professor Dorantei zu vertreten. Ich habe aber dann letztlich diese Chance doch auch angenommen, weil ich nicht nur denke, dass auch ein schöner Rock auf dieses Sofa hier vorne gehört, sondern weil ich mich eben auch seit vielen Jahren schon mit den Fragen beschäftige, wie muss denn eigentlich der Rechtsrahmen aussehen, damit Gedächtnisinstitutionen ihrem Auftrag adäquat nachkommen können, eben nicht nur im analogen, sondern auch im digitalen Umfeld. Und weil ich natürlich auch mit der Deutschen Digitalen Bibliothek eine Institution vertrete, die einen zentralen Zugang zu Kultur und Wissen online gestaltet und dabei immer und überall mit dem Recht direkt konfrontiert ist. Und ich möchte nicht zuletzt auch die Gelegenheit nutzen und sogleich auf den Wunsch des Kuratoriums, des Aufsichtsgremiums der Deutschen Digitalen Bibliothek zu reagieren, den es letzte Woche in einer Sitzung ausgesprochen hat, eben in der Deutschen Digitalen Bibliothek das Sprachrohr für die Gedächtnisinstitutionen zu verstehen. Und diese Idee, die ich, wie es sich für Ideen eben so gehört, auch gleich mit anderen geteilt habe, hat auch gleich Anhänger gefunden. Und wir haben uns also auch entschieden, einen Think Tank zu gründen, einen Think Tank, der sich eben mit jenen Fragen befasst, die sich den Gedächtnisinstitutionen stellen und wichtige Handlungsfelder benennt und auch Handlungsoptionen benennt für den Gesetzgeber, beginnend ab dem nächsten Jahr. Und außer der heute krankheitsbedingt abwesenden Professor Dorantei ist auch bereits mit im Boot Herr Professor Dreyer mit seinem Institut für Informationsrecht in Karlsruhe, auch Paul Klimpel und Matthias Schindler von Wikimedia. Und ich will heute hier den ersten Aufschlag sozusagen machen und mit zwei Thesen beginnen, die wir dann im nächsten Jahr vielleicht weiterdenken können und auch zwei besonders wichtige Felder benennen. Die erste These, die ich heute aufstellen möchte, ist die, dass der Gesetzgeber, insoweit es ihm um den Zugang zu Kultur und Wissen schlechthin geht, also dem Zugang zu unserem kulturellen Erbe medientyp unabhängig und spartenübergreifend denken muss. Das ist im Übrigen auch der Ansatz der Deutschen Digitalen Bibliothek, die ja Kultur und Wissen aus den Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen in Deutschland online zugänglich machen will und das spartenübergreifend, das heißt aus Bibliotheken, Archiven, Museen gleichermaßen, Mediatheken der Denkmalpflege und der Wissenschaft, das heißt Bücher ebenso wie audiovisuelles Material, Archivalien, Skulpturen und eben andere Dinge. Und gegenwärtig macht es aber den Anschein, dass der Gesetzgeber eben vor allem an Google oder insbesondere Google Books denkt, wenn er den Zugang zu Kultur und Wissen gestaltet. Nehmen wir etwa die Regelungen zu den verwaisten und vergriffenen Werken. Die wurden ja geschaffen, damit man auch in Europa und mit der Umsetzung dann in Deutschland eine Alternative zu Google Books aufbauen kann. Und die Regelung, die wird in Deutschland Anfang nächsten Jahres in Kraft treten, aber die Probleme werden bleiben. Denn zum einen hat die deutsche Regelung zu den verwaisten Werken nur einen sehr beschränkten Anwendungsbereich im Hinblick eben auf das, was digitalisiert werden darf. So erfasst sie eben nur audiovisuelle Werke und Text, Bildmaterial nur insoweit, wie es eben in den Text eingebunden ist, ist also gerade nicht medientyp unabhängig formuliert. Und zum anderen sind nur bestimmte Gedächtnisinstitutionen privilegiert und auch nur dann, wenn sie zu nicht kommerziellen Zwecken tätig sind. Und darüber hinaus privilegiert sie auch nur die Zugänglichmachung an sich, aber eben nicht die digitale Nutzung der zugänglich gemachten verwaisten Werke. Das heißt, dass die sogenannten transformativen Nutzungen weiterhin illegitim bleiben. Und das heißt in der Konsequenz auch, dass digitalisierte und zugänglich gemachte verwaiste Werke eben in den Mehrwertdiensten der Deutschen Digitalen Bibliothek, die über das reine Zugänglichmachen hinausgehen, keine Verwendung werden finden können. Aber vermutlich, das haben wir heute schon gehört, wird es auf der Grundlage der Regelung zu den verwaisten Werken vielleicht auch schon gar nicht zur Digitalisierung kommen, denn das Gesetz mit seinen kaum zu erfüllenden Anforderungen an die sorgfältige Suche hat nach Einschätzung einiger Juristen keinen großen Anwendungsbereich.
Wenn es zur Digitalisierung kommen wird, dann vielleicht auf der Grundlage der Regelung zu den vergriffenen Werken. Aber auch die hat eben einen nur eingeschränkten Anwendungsbereich, eben indem sie sich nur bezieht auf den Medientyp Text, ist also ebenfalls nicht medientypunabhängig gedacht. Frau Professor Dorantei hat hier in dieser Regelung einige Lücken identifiziert, die sie auch in einer Expertenanhörung vor dem Bundestag schon benannt hat, und sieht eben auch die Möglichkeit, dass Private digitalisieren können. Dieses vielleicht Redaktionsversehen ermöglicht dann unter der Beachtung der sonstigen Voraussetzungen, also etwa den Abschluss, wir haben es heute schon gehört, eines Vertrages mit der Verwertungsgesellschaft und Nutzung eben nur zu nicht kommerziellen Zwecken, dass sich dann Partnerschaften öffentlicher Einrichtungen und privater, etwa Stiftungen, bilden können, um in Sachen Digitalisierung voranzukommen. Ob und wie wir das dann zulassen wollen, ist dann eine weitere sich anschließende Frage. Nochmal zusammengefasst: Die neuesten Gesetze zur Nutzung verwaister und vergriffener Werke sollen Kultur und Wissen online bekommen, sind aber nicht medientypunabhängig und spartenübergreifend gedacht und erfassen eben deswegen nur einen Ausschnitt des kulturellen Erbes. Und wir dürfen uns hier auch nicht auf dem, was bereits gewonnen wurde, ausruhen. Vor allem dürfen wir nicht immer nur an Retro-Digitalisierung denken, sondern müssen auch Born Digitals mit in den Blick nehmen. Zum wirklich eigentlich Digitalen findet sich auch im neuen Koalitionsvertrag nichts. Kommen wir zu These 2, die ich heute hier aufstellen möchte. Und zwar, dass wir uns, bevor wir die Regelungen gestalten, zunächst mal darüber einig werden müssen, wie wir den Zugang zu Kultur und Wissen und unserem kulturellen Erbe gestalten wollen, und dann als nächsten Schritt, wer die Kosten für die Gewährung des Zugangs, verstanden vielleicht als notwendige Infrastrukturleistung des Staates und der Daseinsvorhabe im Sinne der Ermöglichung kultureller Teilhabe, wer eben diese Kosten tragen soll, und von hier aus dann die Regelungen vorzunehmen. Und zur Untermauerung dieser These will ich auf eine denkwürdige Situation aufmerksam machen, die sich uns gegenwärtig auch bei der Deutschen Digitalen Bibliothek beschäftigt. Wollen wir bebildertes Wissen, Kultur visualisieren und Volltext oder aber zumindest Textauszüge, oder wollen wir nur die reine Erschließungsinformation? Also wollen wir hier, wie man auf der ich sehe jetzt von mir aus, dass auf der linken Seite der Folie bebildertes Wissen, oder aber auf der rechten Seite sehen Sie einen Auszug, so könnte es eben auch aussehen. Da haben wir nur die reine Erschließungsinformation, aber ohne Bildmaterial hinterlegt. Wenn letzteres, dann ist die Frage, wer soll diesen Zugang finanzieren? Wenn dies die öffentliche Hand sein soll, der Steuerzahler also letzten Endes, dann müssen wir an der gegenwärtigen Rechtslage nichts verändern. Das will ich kurz schildern. Die Deutsche Digitale Bibliothek vernetzt ja vorhandene digitale Angebote, um einen zentralen Einstieg zu allen Recherchen in Kultur und Wissen zu ermöglichen. Und dabei bleiben aber die Inhalte selbst bei den kooperierenden Einrichtungen. Die Deutsche Digitale Bibliothek macht nur ein Vorschaubild, ein sogenanntes Thumbnail, zugänglich, um dem Nutzer eben einen ersten visualisierten Eindruck zu verschaffen, einen ersten Zugang zu Kultur und Wissen. Man könnte sagen, in diesem Sinne ist sie eine Kultur-Meta-Suchmaschine. Das Erstellen und Zugänglichmachen von Vorschaubildern urheberrechtlich noch geschützter Werke ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, der hierzu in gleich zwei Fällen zu urteilen hatte, auch ohne Zustimmung der Rechteinhaber möglich, weil die einmal in die Zugänglichmachung einwilligenden Urheber willigen gleichzeitig auch rechtfertigend in die transformative Nutzung durch Suchmaschinen ein. Aber dennoch bleiben die Suchmaschinen, so auch Google, alle eben, und auch Google, das Unternehmen, das diesen Streit auszutragen hatte, vergütungspflichtig und müssen mit den Rechteinhabern, vertretenen Verwertungsgesellschaften, entsprechende Verträge schließen. Denn die Zugänglichmachung auch dieser verkleinerten Darstellung, also der Thumbnails, ist urheberrechtlich relevant, um daher zu vergüten. Bislang ist Google um diese Vergütungspflicht ob seiner Marktmacht und Funktionalität
unter Androhung bei Geltendmachung von Vergütungsansprüchen entsprechende Inhalte aus der Suchmaschine herauszunehmen, herumgekommen. Eine Kultursuchmaschine wie die Deutsche Digitale Bibliothek mit dem Anspruch auf Vollständigkeit kann so nicht vorgehen. Wir sind deswegen in Verhandlungen zunächst einmal mit der Verwertungsgesellschaft Bildkunst eingetreten, mit noch offenem Ergebnis. Daran ist eben besonders denkwürdig an diesem geschilderten Umstand die Tatsache, dass die öffentliche Hand ja bereits die Digitalisierung der Werke finanziert. Sie finanziert nicht nur die Digitalisierung, sie finanziert auch die digitale Infrastruktur, den Erhalt der Werke, das Zugänglichmachen der, wenn Sie so wollen, voll aufgelösten Digitalisate auf der Seite der jeweiligen Institution, wo die Inhalte liegen. Also diese haben ja bereits einen Vertrag mit den Verwertungsgesellschaften und bezahlen für die Zugänglichmachung des Materials. Und eben auf dieses zugänglich gemachte Material setzen dann kommerzielle Suchmaschinen mit ihrem Geschäftsmodell auf und verdienen mit der verkleinerten Darstellung und gleichzeitig Schaltung von Werbung auf ihrer Seite Geld, ohne sich aber an den Kosten für die Zugänglichmachung selbst beteiligen zu müssen. Wir bei der Deutschen Digitalen Bibliothek sind guter Dinge, dass wir letztlich mit der Verwertungsgesellschaft Bildkunst eine Lösung finden werden. Aber dann gehen die Verhandlungen weiter. Denn es geht uns ja nicht nur um das Bildmaterial. Wir wollen ja eine medientypunabhängige, übergreifende Lösung finden. Und um das erreichen zu können, müssen wir eine Gesamtlösung mit im Grunde genommen allen Verwertungsgesellschaften finden. Und was das bedeutet, das hat auch Kollege Kreuzer in seinem Beitrag eindrucksvoll erläutert, das wird nicht so ganz einfach sein. Dabei verstehen Sie mich nicht falsch, ich verteufel hier nicht die Vergütungspflichtigkeit. Ich finde im Gegenteil, dass die vielleicht in manchen Bereichen auch sogar noch viel weiter gehen sollte, denn sie vereinfacht ja auch den Prozess für die Gedächtnisinstitutionen maßgeblich und macht Risiken kalkulierbar. Geld für Rechtsgutachten kann dann gespart werden und für die Digitalisierung und Zugänglichmachung ausgegeben werden. Und vor allem kommt auch direkt bei den Urhebern was an, wie Kollege Gerlach dargestellt hat. In Bereichen aber, in denen sich auch die Urheber an den Kosten für den Zugang zu Kultur und Wissen online zu beteiligen haben, in diesen Bereichen sind Schrankenbestimmungen zu finden, die eine vergütungsfreie Zugänglichmachung ermöglichen. Und ich meine, dass Thumbnails und Snippets, und das Urteil in den USA bestätigt dies, der erste Zugang eben zu Kultur und Wissen ein solcher Bereich sind. Und ich denke, dass wir, wenn wir hier auf europäischer Ebene keine Lösung finden, gerade auch vor dem Hintergrund des jüngsten Urteils zu Google Books, dass, wie wir gehört haben, Google erlaubt im angloamerikanischen Raum auf der Grundlage von Fair Use Snippets zustimmungs- und kostenfrei zugänglich zu machen, endgültig ins Hintertreffen geraten. Europäer und die Deutsche Digitale Bibliothek können dann dem Übergewicht, wenn man so will, oder die Angst, die letztlich auch zur Gründung der Europäer geführt hat, dem Übergewicht des angloamerikanischen Kulturraums im Digitalen nichts Gewichtiges entgegensetzen. Und damit will ich meine Ausführungen auch schließen. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld und freue mich auf die Diskussion mit Ihnen.